und herzlich willkommen auf meinem Kanal S-Team 53. Ja, ich will immer noch den alten Namen sagen, aber ja, ist halt gewöhnungsbedürftig. Ich hatte euch ja hier von meiner kleinen Susi, also hier Suzuki, schon was erzählt gehabt, was die Mängel so sind und so weiter. Und den Träger kann man tatsächlich schweißen, das wird also auch gemacht. Und ich würde sagen, damit beginnt eigentlich Rettung Suzuki S-Team. Ja, bis zum TÜV müssen wir das fertig haben. Das ist im September. Wir haben mittlerweile noch März, wo das Video zumindest entstanden ist. Also das heißt für euch dann eher April. Und ja, wir sind gespannt, ob das klappt. Und wenn das alles hinhaut, dann geht es auch mit den anderen Sachen weiter. Das heißt, ja, so die kleinen Schönheitssachen, ne? Wie Lautsprecher, dass wir da mal einen vernünftigen Klang reinkriegen. Einer ist jedenfalls nur gängig und da kommt der Ton nicht so richtig rüber und so. Ja, müssen wir halt alle Türen ran. Vielleicht hat es ja schon mal einer von euch gemacht. Die Türverkleidung hier von Suzuki abgebaut, ne? Von so einem Baleno bzw. S-Team. Und ja, jetzt gibt es gleich erstmal ein Brötchen und ja, einen schönen Red Bull. Ne? Zur Feier des Tages, was wir jetzt gerade erfahren haben. Ja, dann wollen wir mal schauen, wie es dann läuft. Ne? Ja, ist das Mizi? Steigt gerade schlecht gelaunt ein. Der Lürmel ist drin. Ja? Könnt schon wieder hier durchsehen. Naja, aber egal. Spaß beiseite. Ja, also wunderbar, dass das so klappt und ja, wäre auch schade drum, wenn wir das Auto eben hätten weggeben müssen tatsächlich, ne? Weil es sah bis dahin tatsächlich so aus, dass wir da eher ja, das Fahrzeug in dem Sinne beerdigen müssen, ja. Also sprich als Ersatzteilspender oder so hergeben müssen und ja, also bis jetzt ist der Stand der aktuelle, es ist nicht so, wir haben Glück und können dann entsprechend handeln. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, Abo etc. alles da und ja, zwischendurch berichte ich mal, wie weit wir gekommen sind, weil alles kann ich immer leider nicht zeigen, zum Beispiel den Vorgang mit dem Schweißen und so weiter. Wenn das Fahrzeug da in der Werkstatt ist und so. Das ist immer ein bisschen schwierig. Hätte ich aber sonst gerne gemacht. Ne? Also, wisst ihr Bescheid. Und bleibt uns wohlgesonnen. Bis zum nächsten Video.